Hallo Leute, da sind wir wieder in Rimworld. Hier unten waren ja letztens die Jäger und Pionier durchmarschiert. Der ist aber schon weg, oder? Ja, die sind wohl schon weg. Keine Ahnung, mit denen konnte man nicht sprechen. War ein bisschen doof. Ich hätte gern mit denen gesprochen. Vielleicht hätte ja einer bei uns bleiben wollen. Hier sieht es aus, dass Kartoffeln geerntet werden. Das ist gut. Wir haben zu essen. Hier die Mauer ist tatsächlich schon gebaut. Veli war ganz erfolgreich. Ich denke mal, wir machen da mal ein Logo weiter auf dem Großbildschirm. So, dann schauen wir mal. Page ist am Ernten. Was ist das denn? Das ist ja kein anderes Reis. Okay, das kommt von dem Feld. Das ist hier noch. Okay, das passt erstmal. Essen ist genug da. Ist die Küche denn überhaupt aktiv? Ja, ne? Ja, sieht so aus. Hier werden Steine rausgeholt. Das passt erstmal soweit. Jetzt sollte man den Gang mal am Boden machen oder so, ne? Böden. Beton, Fliese aus Beton. Sterile Fliese haben wir schon in der Küche. Fliese aus Sandstein. Das ist doch sowas für ein Dingens hier. Für den Flur. Und hier können wir Beton mal reinmachen, ne? Ja, das passt schon mal. Hier müssen wir noch was entsorgen. Ja, eigentlich könnte man das auch anders machen, ne? Den ganzen Bereich machen, das wegtragen. Naja, jetzt haben wir noch zwei Steine, kriegen wir auch so hin. Und den hier können wir mal abbauen, ne? Hier geht auch noch mehr mit abbauen. Ja, komm, mach mal anderen Gestein abbauen. So, das haben wir schon so. Das machen wir mal so. Und das machen wir so. Hier ist auch noch mehr, ne? Hier ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Okay, wird schon werden. Was ist das? Lange Stiele aus Granit. Okay. Gut. Redrun macht was. Ja. Hier sind die Mauern noch nicht fertig. Hier ist es ja schon ein Stück weiter. Ja, Granitblock muss da erstmal liegen bleiben. Okay, das nächste, was kommt, ist hier. Was sind das eigentlich für Tiere? Muffalo. Okay, Essen geht voran. Die können auch abgeerntet werden. Ja. Der Reis teilweise auch noch, ne, oder? Ja, also fast. Bären. Die sind nicht alle am Schlafen, nur Weli. Weli hat Nachtschicht gemacht. Und hier fehlt Holz. Wir haben mal wieder kein Holz mehr, kann das sein? Befehle. Ach, die waren da schon. Holz hacken. Müssen wir ein bisschen mehr Holz hacken. Hier auf der Wiese vor allem, da muss gar kein Holz sein. So, irgendwer ist schon am Holz hacken, ne? Page. So. Soweit, so gut. Wir haben endlich einen schönen Essraum, wo alle sitzen können. Wir haben eine Küche, die funktioniert. So, jetzt müssten wir noch gucken, wo wollen wir den Forschungstisch hinstellen? Der sollte ja nach drinnen, ne? Oder der Forschungstisch vielmehr. Da. Das sind 1, 2, 3. Der könnte da rein, ne? Ja, da müssten wir auch noch einen Boden drin haben dann. Holzboden machen wir da mal rein. Ach so, nee, da wollten wir keinen. Ah, lass das sofort löschen. Weil da sollte Dingens rein, wie heißt es? Ein Zimmer rein, mit Bett. Strukturen, eine Tür sollte da sein. Und hier machen wir auch noch eine Tür hin, damit der Gang zu ist, ne? Das sieht doch erstmal alles gut aus, oder? Ist hier der Generator, der so laut ist? Hört sich so an, oder?
geschlafen. Ja, wir können hier später noch weiter buddeln vielleicht. Und da haben wir auch noch die Möglichkeiten, was haben wir hier für ein Zeug? Plaststahlreste, die sollen wir vielleicht auch abbauen. Da ist bestimmt auch noch Plaststahlreste, naja. Oh, White Run ist mitten in der Nacht am Essen. Forscherin. Der geht's aber gut, ne? Den geht's hoffentlich allen gut. Wird schon passen erstmal. Alle sind am Pennen. Wo ist der Hund? Ist da dein Körbchen, wo der Hund ist? Ein Tierschlafplatz passt. Der Hase pennt da. Haben wir nicht noch einen Hasen? Wohl nicht, oder schläft da einer? Nee, das ist schmutzig. Was ist das? Reis, 9-mal. So, das heißt, das muss hier unten rein, ne? Kann ich das denn umziehen? Versetzen. Dann würde ich den nochmal da einsetzen. Das war Steinmetztisch. Groß ist denn der? Kann ich den hier hinten reinkriegen? Hm. Er geht nicht da oben hin, wahrscheinlich weil da noch der Stein liegt, ne? Na, wird werden. Lass mal schneller gerade machen, weil Nacht ist. Warme Kleidung fehlt. Wem fehlt denn die warme Kleidung? Ah, Billy. Billy betoniert gerade. Wenig Medizin. Sollten wir die herstellen? Können wir die herstellen? Hier war nur Essen. Oh, das ging aber flott jetzt hier. Oh, da können wir noch einen Boden machen. Was ist das hier? Arbeitsplatz. Welche Aufgaben können wir denn da machen? Kurzbogen herstellen. Macht das einer oder macht das keiner? Zweimal. Die Aufgabe ist noch drin, dann geht das wohl noch. Ah, hier wird gerade der Boden gemacht, sehr schön. Der Stein muss noch raus. Und da sind noch mehr Steine, die man vorher nicht gesehen hat, wahrscheinlich. Granitbrocken, auch noch einer. Was ist das? Ach so, das ist der Tisch hier. Okay, wunderbar. Was war das? Der Sommer hat begonnen. Ach, hier sind noch ein paar Aufgaben, ne? Wir haben geheime Filmcrew abgefangen. Ne, da will ich ja nicht. Ein Freund aus deiner Vergangenheit namens Charlotte Whitstone hat dir eine Nachricht geschickt. Es sagt dir, dass er Raumschiff auf dem Planeten versteckt hat und übermittelt dir die Koordinaten. Ja, das ist schön, aber. Das kann ich nicht schaffen, weil meine Leute nicht dafür ausgerüstet sind. Moore sagt, dass dort zwei verrückte Yorkshire Terrier sind und eine unbekannte Bedrohung lauern könnte. Das ist die Belohnung. Bringe zum Unbe. Oh, das ist ganz schön weit weg, ne? Mögliche Un. Keine weiteren verfügbar.
Ja. Da ist noch nichts, ne? Hey, das ist alles mir mit drei Leuten zu schwierig eigentlich, oder? Das lasse ich lieber. Wir müssen eher gucken, dass wir hier in unserem Bereich das hinkriegen. Das ist wichtiger meines Erachtens. Wie sieht es mit Mahlzeiten aus? Kann man da was Besseres machen? Ist da schon einer besser geworden? Ne, immer noch nicht. Schade. Ah, das sind alles die gleichen Mahlzeiten, die ich nicht machen kann. Wir müssten da einen besseren Mitarbeiter haben, hätte ich jetzt gesagt. Warte mal, können wir den jetzt verschieben nach hier hinten? Ne, geht irgendwie immer noch nicht wegen dem Stein wahrscheinlich. Ah. Kann ich den priorisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht. Nimm mal den Stein da weg hier, Red Run. Nein, nicht die hier vorne, da hinten die. Wie sieht sie mit der Forschung überhaupt aus? Forschung läuft, 271 von 400. Okay, noch nichts Besonderes. Veli hat gegessen, auch sehr schön. Wir müssten mal diese Räume hier glätten. Die Wand haben wir schon, ne? Die glaubt noch nicht. Kann ich das als dauerhaften Befehl auswählen? Bestimmt, ne? Oberflächen glätten. Das kann man auch so machen, noch besser. Das ist schon glatt, ne? Oder? Nee, doch nicht immer. Das sieht erstmal gut aus, oder? So passt es erstmal. Hier entstand jetzt auch schon ein Raum von. Sag schon, was ist das denn hier? Eine Stute oder ein Hengst? Stute und das? Das ist ein Hengst, die können sich paaren. Das würde bedeuten, dann kann man Nachwuchs kriegen. Gehegemarkierung gerade mit Futter. Okay. Holz haben wir jetzt hier schon mal genug drin. Was ist das? Noch ein Arbeitsplatz. Gibt's keine Aufgabe. Stammeskleidung herstellen. Aber ich glaube nicht. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Okay, hier Blöcke. Mal 10 Blöcke, ne? Obwohl hier noch 75, ne, das Uran. Das auch, okay. Das kriegen wir alles hin. Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder voll lang in der Folge. Vielleicht mache ich auch zwei aus der Folge. Mal schauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.